Da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe nochmal dabei. Gut, doch. Und wir gucken uns heute an UR Delver gegen Show & Tell. Interessanterweise hier UR Delver noch mit Iteration. Allerdings, bevor ihr abschaltet, ihr könnt dranbleiben. Ich weiß aus sehr sicherer Quelle, dass Iteration in diesem Spiel nicht viel Impact hat. Und es einfach zeigt, dass UR Delver easy mit dem Show & Tell Deck mithalten kann. Vielleicht sogar gewinnen, aber vielleicht auch verliert. Aber zumindest mithalten kann. Ohne Iteration zu brauchen, die ja jetzt gebannt ist. Jo. So, jetzt ist. Ach, deswegen hat so Dennis den Nupsi oben drauf. Interessant, interessant. Yes. Und Bubble, also hat er keinen Darcy oben drauf. Nee, keinen Deathrite Shaman drauf. Deathrite? Den spielt sie. Deathrite. Ich will mal Deathrite Shaman für DRS. Ja, ja. DRC. Es ist halt DRC und nicht DRS, aber ich bin halt noch von der alten egal. Er hat auch ein lustiges Bild gesehen, wo du hoffentlich Grabsteine siehst. Ja, ja, ja. Und dann siehst du halt so Cards Delver God Ban. Dann siehst du halt sowas wie Deathrite Shaman, Renan Six, Oko. Alles Karten, die Delver gebannt hat, tatsächlich, weil sie im Delver gespielt wurden. Was ich sehr spannend finde. Auf der anderen Seite Show & Tell, ich glaube, hier jetzt endlich mal in der neuen Version, also in der ganz neuen Version. Wir hatten ja zwischenzeitlich schon die Version von Christoph gesehen mit den Fables. Ja. Und ich glaube, hier sind mittlerweile sogar Atraxas drin. Uff, schön und interessant. Sind dann noch die Archon drin? Glaube, ja. Das ist dann halt schon sehr breit gespreadet, was die Kreaturen angeht, die du spielen kannst. Yes, absolut, absolut. Ponderling, das ist ein Delver. Und da ist auch ein Deathrite Shaman. Das. Bitter, wenn man den halt durch die Bubble zieht. Ne? Ja, das ist halt echt so. Oh, Wasteland, ja, Wasteland. Flote Blau. Ja, ja, so der Klassiker. Zweite Main Phase. Zweite Main. Okay. Dann spiel ich einen Delver. Ja, oder einen DRC. Ich würde wahrscheinlich den Delver spielen. Ja, der DRC füttert sich halt und im Zweifelsfall. Ja, man hat noch eine Force of Negation, das heißt, man kann auch im Gegnerzug damit Value generieren. Und mit Artifact, Land und Sorcery, wenn man da irgendwas Force of Negation hat man alle drei vier Sachen zusammen. Oh. Und wenn man alle vier Sachen zusammen hat, dann dürfte das auch genau denselben Schaden wie Delver machen. Ja. Das ist spannend. Hier ist einfach nur ein Go spannend. Das ist halt wirklich. Ist das ein Minor Misstep, der ohne Trum kreucht? Das kann gut sein. Ich weiß, dass. Das ist ein Lightning Bolt. Der gespielt wurde. Trigger. Trigger. Lightning Bolt, dich. Das. Guter aggressiver Move. Ist tatsächlich aber die Instant, die fehlte. Da geht ein Brainstorm weg. Wow. Wow. Dann will man nicht den Delver spielen. Nee. Fetch. Aber man eh fetchen musste. Ja. Könnte man noch eine Instant reinknallen für den Notfall. Für den Murky. Den guten. Den Murky, jupp. Das stimmt, dann kann man ein bisschen mehr spreaden mit dem Zeug, was man rausdelft. Yes. Ist halt generell Show & Tell oder Delver. Bei dem Start jetzt würde ich jetzt schon Show & Tell favorisieren. Zu wenig Pressure in der Zeit, die bis jetzt vergangen ist. Ja, das stimmt. Also wir sind jetzt ein Ding. Allerdings auch schon ein Land-Drop gemisst. Stimmt, Show & Tell hat ein Wasteland gefressen und ein Land-Drop gemisst. Ja, dementsprechend bin ich da schon... Relativ bei den... Christoph und seine Länder, ne? Ist halt eine schöne... Ja, die mögen sich nicht. Ja, Fetchland, Brainstorm... Und jetzt schön Brainstorm-Lock. Das will man doch sehen. Ja. Geht hier auch safe auf den Basic? Musst du. Wenn du so schon gescholten bist, dann gehst du... Was? What? Vor allem das Grün ist das Unnützeste. Zumindest im Mainboard. Ja, da wird schon Force of Negation nach vorne gelegt. Finde ich sehr interessant von Dennis. Ja, also, wenn man hier jetzt... Den Brainstorm, Force of Negation. Ich würde es tun. Ich würde es auch tun. Vor allen Dingen kannst du in dem DRC sehen, ob der Delver flippt. Und ihn vielleicht auch nach oben pushen. Ja. Und dann hast du halt eine Two-Turn-Clock. Da passiert jetzt gerade gar nichts. Okay. Ja, das ist halt ein Daze. Das will der Show & Tell-Spieler natürlich jetzt sehen. Bist Mana-Screwed und der Gegner flippt ein Daze im Delver. Dann Draw, dann Beat für 6. Ja, ist schon üppler. Vor allem mit der Force of Negation, die jetzt auch gleich in Hardcast-Mode geht. Ist der Speed für 6, ist Beat für 5. 4. Nee, das Speed für 6. Echt?
Ja, Instant, Bold und Brainstorm. Land, Artefakt. Stimmt, und, Bubble war ja drin. Ding. Ponder war drin, ja, ja, ja. Yes. Land. Ist mir jetzt noch ein Landfetch. Ja, jetzt ist halt. Dadurch, dass da kein Land kam, ist jetzt halt wahrscheinlich sogar Öl. Oder war das ein Draw Go? Hab ich den Draw wieder mitbekommen von. Das weiß ich nicht. Ja, der hat noch kein Land gespielt gehabt. Ja. Dann kannst du halt den Brazen. Boah, das ist ballsy. Okay, finde ich auch sehr ballsy. Weil du also, hättest den Gegner. Okay, so hast du den Gegner rechts Runde safe tot. Auf der anderen Seite hättest du auch den Brazen reinflashen können. Dann durfte dann, wenn nichts passiert. Richtig, also ich finde vom Prinzip her so ein ähnliches Prinzip, wenn du es halt nicht den Murky einfach rausknallst. Oder hat der noch. Ne, der hat kein Fettland mehr auf der Hand, ne? Ja. Sonst hätte man noch den Bolt oben drauf fetchen können, aber. Vor allem das Problem ist halt wirklich, was machst du jetzt mit dem DSC? Ja, du musst halt aggressiv. Der Merkt halt muss ja nur ein 3-3er sein. Also eigentlich muss der ein 4-4er sein. Dann kommt das Force. Da kommt ein Force. Dann musst du gegenforcen. Ah, nee, Quatsch, kannst musst du nicht. Nicht. Also Negation kannst du nicht. Muss er nicht, jetzt aber. Hast du deine blaue Karte halt dafür verpasst? Ja, ja, aber der DRC, du den hast. Den würde ich auf jeden Fall dazen. Der wird gedazed. Ja, jetzt hast du aber trotzdem immer noch ein Land. Ein Artefakt, ein Sorcery und eine Kreatur drin. Und der DRC ist 3-3 und du hast 6 Schaden auf dem Board. Ja, das stimmt. Also durch das Force hat sich das komplett, komplett da noch ein egalisiert. Wurde. Spannend. Spannend. War halt Bad Luck von Schontel, ne? Yes, kann halt bei dem Deck mal passieren. Da sind eine Menge Karten reingeflogen. Wahrscheinlich ein paar Bolts, paar Blasts. Blasts over Blast. Moon ist nicht mehr so effektiv, oder? Was nicht? Blood Moon? Boah, den kannst du halt, der kann den Ueldelver-Spieler halt trotzdem kriegen. Stimmt. Du hast halt nur das eine Basic. Wobei, bei Dennis bin ich mir nicht so sicher. Er könnte noch ein zweites drin rumfliegen. Ja. Sonst von Ueldelver-Seite, was glaubst du, was reinkommt? Counter. Die Bolts sind Schrott. Ja, stimmt. Stimmt. Das erste, was ich ganz links hinten sehe, ist Bolt. Pflasterstorm. Ja, das ist ein Hydroblaster, oder? Defense Grid. Spannend. Dann da will man auf Nummer sicher gehen. Jetzt ist die Frage, hat der ein Wasteland? Das weiß ich nicht, aber. Das könnte jetzt sonst richtig, richtig kotze werden. Ja, das Into Delver. Auch sehr spannend. Immer noch diesen Move zu machen, erst die Kreatur mit rauszunehmen. Sehr spannend. Bam, 2 Mana im Pool. Bam. Bam. Fetch. Das kann gut werden. Oh, das kann gut werden. Ich rieche. Fuck my life. Ich rieche Großartiges. Show and Tell into Omniscience. Spielen die das überhaupt? Glaube ich nicht mehr. Aber Sneak Attack wäre doof. Manchmal macht man ja so Show and Tell in Sneak Attack. Fable. Das Commitment ist schon ballsy. Ja. Der was wieder. Flippt nicht. Oder der beste Draw Mystic Sanctuary, ne? Ja, die große Preisfrage ist jetzt, hydroblastet man den Dude jetzt? Damit man halt. Damit er halt kein Mana bekommt. Ich fände das fast schon worth it. Ja. Weil er hat sich so weit nach hinten gesetzt mit Mana. Du bist jetzt im Tempo-Play vorne, obwohl du on the Play warst. Und ein Mal hattest, glaube ich. Ja. Oder? Was ja. Uff. Da wird. Ja, Hydroblast of Fable. Okay, ja. Spannend. Ich hätte wahrscheinlich sogar den Loot genommen, einfach nur, weil der Punkt einfach besteht, dass A, du hättest jetzt angreifen können und B, die große Schwachstelle aus dem Bosejo. Große Schwachstelle, die dieses Deck halt hat, ist halt Mana. Ponder. Ja, okay, auf der anderen Seite hättest du mit dem Vieh jetzt Draw 2, Discard 2 gehabt. Shuffle aus, ja. Ja, genau, du hättest 2 gezogen, 2 abgeworfen, aber du siehst ja jetzt mal schnell Ponder shuffelt. Ja, ja, wobei man weiß halt nicht, was oben drauf liegt, oder? Ja, ich sehe es schon. Weil die Fable macht dann schon eine Menge Plus, wenn der geflippt ist, ist die Karte halt dumm. Ja, das stimmt. Wobei er sagt der Non-Token Creature? Nee. Nee, ich habe damit schon Ursus Saga Tokens kopiert. Non-Legendary?
Another Non-Legendary, genau. Ja, okay, dann wird es da drin schon schwieriger. Oh, wunderschöner Token aus... Ja. Token vor MTG. An Infinity sogar. Ach so, der Treasure, ja. An irgendwas. Alter, der Delva ist auch echt ein Hunger. Richtige faule Sau. So. Vor allem, da liegt gerade nichts, was richtig zum Hau. Die sind alle beide 1-1. Ja gut, der geht dann auch nur ein 2-2, der langsam zuhaut. Oh, der hat auch nur Länder auf der Hand. Ich würde gerade so richtig ausrasten an dem seiner Stelle. Naja, er hat immer noch den Brainstorm, mit dem er jetzt an Fetch arbeiten kann. Ja, aber das ist halt auch so... Der kann gut sein, wenn du halt nur gute Karten ziehst. Wenn du aber so mäßig geile Karten ziehst, ist das halt trotzdem immer noch... Naja. Scheint auf jeden Fall oben drauf zu bleiben. Ne, try nicht. Puh, das ist interessant. Den hätte ich nämlich zum Bouncen benutzt. Blast, Brainstorm und Force. Ja. Man will die Länder behalten. Naja, die Blasts machen halt zumindest noch was kaputt. Also den Blast hätte ich auch noch behalten, denke ich sogar. Kannst du den Delva noch legen? Ich meine, Blue Blast macht halt auch einfach nichts kaputt, oder? Nee, der macht also den Token halt. Der mischt sogar. Nee, also der Red Elemental Blast. Also der Red, der macht, durch das Defense Grid macht der halt gar nichts. Ja, genau. Der ist dann tatsächlich echt sinnlos. Vor allem ist echt noch ein Besiege auf der Hand. Das ist wirklich stark, stark eingeschränkt, was Urdelva hier machen kann. Boah, der Besiege. Das ist halt auch so. Oh. Dann Brainstorm. Und man committet halt volle Kanne darauf, dass der Gegner. Kein Blood Moon spielt. Da ist Delirium. Stimmt, ja, weil der Brazen drin ist. Man hat schon Land gespielt. Ist gar nicht so fast. Wie gesagt, Land hat man schon gespielt. Delva noch. Die fliegt natürlich beide jetzt gleich nicht drin, oder? Hoffentlich. Man sucht schon. Tun sie. Man hat ja gerade Blast und Dorf. Ja, ja. Also sollten, wie gesagt. Ja. Nächste Frage. Ein Mana Brainstorm. Hat halt. Da ist ein Schauntel. Ein Affe. Ist halt die Frage, ob man mehr hat als das. Ich meine, selbst ein Atraxal wäre jetzt gut, selbst ein Archon wäre jetzt gut. Auf der anderen Seite weißt du halt nicht, was der in der Schauntel reinlegt, ne? Der Überspieler hat ja auch nicht so viel Auswahl. Ja, ja, aber du musst ja immer gucken, überlegen, was er reinlegen könnte. Naja, und bei dir die Sachen sind eigentlich nicht mehr so gut. Naja, wenig. Du hast wenig so Kontersachen, die du halt reinlegst, sondern mehr jetzt wirklich wieder, du fightest wieder um den Spell mehr. Naja, du spielst kein Karakas mehr im Sideboard, da genau, steht ein Spieler schon. Zum Beispiel. Okay, da könnt ihr einen Murky reinlegen. Ja, würde ich auch wahrscheinlich machen. Dann kannst du theoretisch das... Wenn mit dem Blast kannst du halt, wenn er Atraxa reinlegt, die Atraxa killen. Ja. Dank Defense Grid sogar relativ safe. Da kommt so gerade das Schontel. So. Da würde ich auf jeden Fall den Murky reinlegen. Ja, du kannst dann nächste Runde auch das... Spannend, das Ding reinzulegen, das Mystic. Mhm. Und den Brazen wieder um draufzulegen. Nee. Stimmt, geht nicht. Der Brazen ist kein Target. Kein Spell. Ist ja doof. Du kannst höchstens den Murky buffen. Einfach den Murky reinnehmen für den Damage. Ja, den Murky. Du weißt ja, dass du einen Blast ziehst. Das wird nicht getan. Okay, das ist interessant. Das ist ein ganz anderes Problem als ein Murktide. Als ein Atraxa. Findest du? Wow. Ja, kriegst du halt 2 Schaden. Ich bin ihn los. Ohne Karakas glaube ich nicht, oder? Da wäre halt dann wirklich der Ding gut gewesen, die beiden. Könntest versuchen, den Dings groß genug zu kriegen, um den Murktide groß genug zu kriegen, um den Tod zu blocken. Ich fände es halt jetzt. Ja, okay, man wusste halt, dass oben drauf liegt, das hat das Problem. Du hast jetzt 12 Schaden da liegen. Es werden aber nur 6 durchgehen.
Yes. Das ist der Mist. Du weißt, dass der ist Rotz. So, du wirst wahrscheinlich keinen einzigen Blast mehr drin haben. Nee. Kein Blast, kein Bolt. Nee, wahrscheinlich nicht, obwohl die halt jetzt gerade halt echt gut wären, wa? Du brauchst halt zwei. Ja. Ja, sogar mehr, weil Mystic ja raus ist. Ja, aber du hast ich glaube, der hat einen Daze auf der Hand. Brainstorm-Trigger so. Weg. Brainstorm. Ja, was suchst du noch? Du findest nichts. Du hast nichts. Das war effektiv verloren. Ja, ich denke auch. Du würdest halt jetzt noch versuchen, halt so viele Permanente wie möglich rauszuhauen. Nö, bist du mit Tech, glaube ich, tot. Ah oh ja, stimmt. Also 15 Leben, 14 Leben, der macht. Der ist 12-12, ne? 15-15. Ja. Selbst wenn er 12-12 gewesen wäre, der Token kommt ja auch noch mit, also. Ja, das ist. Das rum, das esse ich. Das sieht man halt, also gerade Defense Speed ist halt immer noch so eine gute Karte gegen Odeva. So, und hätte er jetzt den Murky reingelegt, hätte er sogar eventuell einen Out haben können, wenn er noch Bolts gehabt hätte. Ja. Also jetzt sieht man auch beim Durchgehen, da sind noch Iterations. Da sind auch noch Bolts drin. Da sind auch noch Bolts drin. Er hat einfach nicht genug Zeug zum Reinschmeißen. Da das waren, glaube ich, auch nur zwei Bolts oder ja, so. Ja, sein, zwei oder ein Bolt. Schockland? Ja, ist halt jetzt eh egal. Ne? Ja, ja. Jetzt kannst du dir das Messer auch bis zum Anschlag in den Hals rammen. Gib mal halt den Dwarf Digi-Digi Hole weg. Ponder. Was ist das für ein Müll? Da ist ein Bolt. Das ist ein Ponder, der als Brainstorm gespielt wird. Da ist ein Days. Ein Ponder, der als Brainstorm gespielt wird. Yep. Aber egal, finde ich gut. Den Kommentar. Er hat zwei Karten oben drauf gelegt und dann eine Karte gezogen. Nee, hat er nicht. Doch, er hat jetzt gerade drei Handkarten. Nee, er hat zwei. Sechs. Der hat zwei Handkarten. Das? Für eine Menge. Ach so, ja. Aber irrelevant. Irrelevant, weil du stirbst. Ja, das ist um. Das ist um. Das finde ich bei sowas mal anstrengend, wenn der Gegner dann noch weiter spielt. Wenn für die Kamera ist es ganz nett, aber wir wissen halt ja, auch, was da passiert. Das ist jetzt halt eigentlich. Yes. 7-7. Jo, das ist halt alles, was geht. Naja, der nicht. Du dran. Nee, ist 8-8 ist er. Ja. Spielt mit beiden. Du kannst halt einfach an, ne? Ja. Muss ja nicht viel können, wo sind schon getappt. Mit beiden, Trigger, sechs Permanente, es knallt. Man blockt halt mit dem, was übrig ist. Also man hält nicht den Murky weg. Man hat dann halt noch eine Karte und den geht dann auf 6 Damage. Das funktioniert leider nicht mehr. Die ganze Zeit überlegen, ob es noch irgendwie funktioniert hat, aber ich glaube, wenn er den Murky, das in den Murky reingelegt hätte, hätte er danach nur noch eine Kreatur gehabt in Murky und damit hätte er nicht genug gemacht. Nee. Man könnte überlegen, ob er nur mit dem Darcy hätte angreifen müssen, aber nee, das hätte auch nichts gebracht, dass er den Blocker offen hat. Spannend. 1-1. Chaunting, whatever. Defense Grid, hell of a card. Ja, also die hat gerade echt Game gemacht. Die Karte. Also macht Christoph schon wieder das, was ich ihm mal angeprangert habe, dass er die Länder stapelt und oben drauf legt. Und dann wundert er sich, weswegen er nur Ramsch zieht. Ja, man muss halt manchmal auch schauen, wie man shuffelt. Oder wenn man das halt macht, muss man halt wirklich gut genug shuffeln. Also so oft, wie Christoph Probleme hat. Ja, aber dann bringt es halt auch nicht dein Deck zu Stack. Ja. Altbekannte Punkte. Da ist ein Paddle. Das ist auf jeden Fall eine Insel. Jetzt rausgelegt. Insel Ponder. Ja, gut. Ja, die Frage, ob man hier nicht tatsächlich das Paddle mit hätte rausgelegt, nur damit der Gegner nicht dazed. Ja, dazed war sogar auf der Hand. Ja, wurde auch kurz belegt. Ist halt die Frage, ob man. Ist halt immer die Frage, ob man dazed immer stated. Also quasi faked. Kurz belegen.
Ich finde es prinzipiell nicht schlecht. Ich meine, jetzt war jetzt kein Mulligan, dementsprechend war es halt wahrscheinlich nicht relevant, das da zu zünden. Ansonsten wäre ich hier echt tainted gewesen, das einfach zu zünden. Jo. Das wäre eine Idee gewesen. Ja, kommt auch drauf an, was deine Hand sagt. Yes, that's show and tell. Petal. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Minor Misstep gehabt hätte. Trigger. Fauler Delver. Darcy. Fauler Delver. Das ist wirklich interessant. Was dann da jetzt passiert. Den für 2 Damage. Dann Darcy. Go. Kann man Go sagen. Dann End Up Draws. Auf jeden Fall noch eine Iteration auf der Hand. Spannend. Days. Ja, über Iteration können wir ja gerade mal reden. Also ich würde, glaube ich, tatsächlich sagen, das wird portend. In Dever. Wegen Darcy. Ich bin mir nicht sicher, ob man nicht einfach wieder mehr Balls geht. Das habe ich auch schon gesehen. Was ich jetzt auch schon gesehen habe, die Variante fand ich sehr sweet. Der hat einfach viel Stifle gespielt. Ja, warum es nicht? Man hat Stifle wieder drin. Stifle ist immer dann gut, wenn man nicht mit Stifle rechnet. Ja, Stifle ist so eine richtige Buttfuck-Karte. Yes. Da kommt der Fetch. Portent finde ich halt interessant, weil es halt mit dem Darcy in Verbindung meistens ein Draw 2 ist. Ja, stimmt. Stimmt, es gibt ein paar Sachen, die man mit Urdelver machen kann, ein paar Richtungen, die man gehen kann. Urdelver hat das auch immer überlebt. Es ist halt jetzt so, dass es im Late Game nicht mehr so stark ist wie früher. Ja, da muss man wirklich sagen, Gott sei Dank, weil Late Game war ja teilweise echt, ich lege mir mit dem Mystic Sanctuary in der Iteration oben drauf und dann gewinnt der Merc halt, der in der Iteration war. Ja, plus halt das ganze Gedaze. Ja, das ganze Gedaze mit den Mystics ist halt, das hast halt trotzdem noch. Aber, Panda. Panda findet, keine Ahnung. Wahrscheinlich Schrott, der weg kann. Ja, Schrott, der weg kann. Das ist natürlich die große Frage, wie stark, schnell, beziehungsweise nicht wie stark, sondern wie schnell, kann man jetzt mit Urdelver den Gegner überhaupt unter Pressure setzen? Ich glaube tatsächlich mit Darcy relativ zügig. Wenn der jetzt gleich... Ja, der hat noch gar nichts im Friedhof. Genau, hat noch kein Friedhof. Nicht mal dann. Das ist halt echt schwierig. Der Delver muss flippen. Das ist safe. Ja. Flippt er. Ja, der flippt sogar. Das ist doch schön. Element Blast. Wenigstens etwas. Der ist so, hat sogar Text. Yes. So. Pyro, das by the way. Da wird angegriffen. Und jetzt kommt nämlich Iteration. Ja, die Iteration. Genau. So, Trigger. Das wäre important genau dasselbe jetzt gerade. Genau. Pflasterstorm. Pflasterstorm, yay. Er hat den Trigger angesagt, aber. Ja, das wäre mit Ding genauso gelaufen. Mit. Portent. Ja, es ist hier nicht mal Portent. Es ist hier nicht Portent. Predict. Predict, genau. Ja, Portent ist ja der Einmaler. Portent ist der Ponder, der den Gegner zuzieht. Deswegen war ich gerade eben ein bisschen verwirrt. Aber es wäre mit Predict halt genauso. Ja. Ist halt dann draw, effektiv Draw 2. Yes. So, jetzt hat man. Man hat mal eine Glock auf dem Board. Ich meine, 4 Schaden sind immer noch eine geile. Dafür hat man aber jetzt. Schon Kreatur und Dinge. Ja, das ist halt crucial, weil du kriegst schnell ein Land und du kriegst schnell ein Instant rein. Mhm. Vor allem noch mit Days of the Hand und Red Elemental Blast. Das schmeckt. Mountain! Da könnte. Ja, okay, das liegt aber schon eine Insel, deswegen wird ein Blood Moon wahrscheinlich relativ uninteressant werden. Ja. Der einzige Faktor ist dann hast du keinen Merktort mehr zu fürchten. Zweimal oder? Pyroclasm. Spannend. Wirklich spannend. Musst du dazen. Eigentlich keine gute Karte. Dazed mal. Kommt auch weg, okay. Ist ein Wasteland, kann ein Schrott. Ja, dann hat, damit man, den Ding upgraded. Der ist upgraded auf 6. Das heißt, man hat jetzt 6 Schaden auf dem Board. Der Gegner hat 13 Leben. Yes. Jetzt versucht man wahrscheinlich nochmal die EI. Geht auf 7. Ich bin nicht mehr sicher, ob man jetzt nicht hier safe absetzt mit Blast und so. Ja, stimmt. Genau, das ist so eine Situation, wo die einfach kacke ist. Und deswegen habe ich dieses Spiel extra auch rausgesucht, weil es halt nicht so relevant ist. Das ist was? Das ist ein Procedure. Das kommt getappt ins Spiel? Yes. Das ist das alte Procedure. Ach,
das, ja. Es ist nicht Who Endures, sondern es ist Who Shelters Us All. Das, was Instants and Source Release umkommt. Genau, wenn du 2 Schaden kriegst. Ja, und jetzt nur noch ein Leben hast. Da ist schwierig. Ich glaube, man sieht Ei zündet. Ich würde sagen, nein, aber... Ja, wird noch gezündet. Ich würde sie nicht zünden. Ich finde sie echt mies, hier zu zünden. Weil man will den Red Elemental Blast, man will das Double Force haben. Ja, und wenn du jetzt kein Land, kein Land da drin findest, ist das halt... Genau, ich würde dir einfach sagen, go. Und das ist halt genau der Punkt, wo ich halt sage, dieses Deck kann auch ohne die EI ohne Probleme mithalten. Jo. Und das heißt ohne Probleme. Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel und natürlich gibt es andere Matches, wo sie wesentlich schlechter ist. Aber das hier ist eins der grandiosesten Beispiele, warum dieses Deck immer noch mitspielbar ist und warum Delver immer noch Tier 1 ist. Doch noch eine Menge Zeit. Da wird gerade ein Riesenstack produziert. Ja. Den man einen Affen forst. Hier geht es gerade um Prinzip. Ja. Ach, noch DSC Trigger. DSC Trigger. Man hätte auch den Blue Elemental Blast drauflassen können, den bolten können. Ja. 2-1, whatever. Klasse Deck immer noch. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.